Die spannende Schatzsuche mit den prominenten Moderatoren Joko Winterscheid, 44, und Klaas Häufer-Umlauf, 40, neigt sich dem Ende zu, und die Frage, die alle Zuschauer brennend interessiert, lautet, wo verbirgt sich der begehrte Geldkoffer? Ein letztes Rätsel steht zwischen einem glücklichen Zuschauer und der sagenhaften Million Euro. Durch ihren Gewinn in der mitreißenden Show Joko Klaas gegen ProSieben haben die beiden Entertainer Deutschland auf eine fesselnde und spektakuläre Schatzjagd geschickt. Ein einziges Rätsel bleibt den TV-Zuschauern, um die vollständigen Geokoordinaten des Millionenkoffers zu entschlüsseln. Das siebte Rätsel trägt den Namen Das Bild und offenbart ein grafisches Kunstwerk mit zahlreichen Kreisen und Linien. Die Frage aller Fragen lautet, welche Bedeutung verbirgt sich hinter diesem visuellen Meisterwerk? Die Lösung dieses Rätsels soll in Form von 5 Ziffern präsentiert werden. Bereits bekannt ist der Zahlencode 282, der benötigt wird, um den verschlossenen Koffer zu öffnen. Joko und Klaas haben diesen Code freigegeben, als Dank dafür, dass sich bis Dienstagabend beeindruckende 37.000 Menschen bei der DKMS als potenzielle Stammzellenspender registriert haben. In der darauf folgenden Ausgabe von Joko und Klaas gegen ProSieben gelang es Tobias als erstem, den Kofferstandort in Sachsen zu erreichen und sich somit den Titel des frisch gebackenen Millionärs zu sichern. Die Auflösung aller Rätsel, die mit Joko und Klaas während dieser aufregenden Schatzsuche entstanden sind, erfolgt ab 23.10 Uhr in der Sendung Late Night Berlin. Dabei werden nicht nur die Geheimnisse gelüftet, sondern auch ein fröhliches Fest mit den beiden Entertainern und dem glücklichen Gewinner gefeiert. In diesem Moment erreicht die Schatzsuche ihren epischen Höhepunkt, und die Aufregung kulminiert in einem denkwürdigen Finale.